Da, den kenne ich noch nicht. Mal gucken, wie er ist. Kleiner YouTuber. Und er spricht ein bisschen über RPGs. Die Unterschiede zu JRPGs und westlichen RPGs, die natürlich ja, uns bekannt sind, zu einem gewissen Teil. Natürlich gibt es da markante Unterschiede. Sei es von der Grafik, sei es von der Spielbarkeit. Aber ich würde mir gerne das Video mal anschauen, was er da zusammengetragen hat. Auch ein bisschen die Evolution des Rollenspielgenres. Und hey, erster Frame mit Final Fantasy kann also gar nicht mal so verkehrt sein, oder? Gucken wir mal rein. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nehmen wir uns zwei der beliebtesten Genres in der Welt der Videospiele vor: Western-RPGs. Ich stelle ja gerne am Anfang von so einem Video eine Frage. Die erste Frage, die mir da in den Raum kommt. Könnt ihr euch fragen, ob ihr mehr westliche oder JRPGs mögt? Ich glaube aber, ich weiß schon die Antwort. Ich denke, die Tendenz wäre auf der JRPG-Seite. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Ne, ich bin mir ziemlich sicher. Wenn ich jetzt frage, na, auf was habt ihr mehr Bock? Westlich oder JRPG? Ich glaube, die meisten würden JRPG hier sagen. Wobei ich mir aber auch sicher bin, dass die meisten dazu sagen würden, dass sie aber auch nichts gegen westliche Rollenspiele haben. Und ich sehe es genauso. Und JRPGs. Vielleicht habt ihr schon von Klassikern wie Fallout, Final Fantasy, The Elder Scrolls oder Dragon Quest gehört. Aber habt ihr euch jemals gefragt, was diese beiden Arten von Rollenspielen wirklich unterscheidet? Die Wurzeln des RPG-Genres, wie wir es heute kennen, gehen weit zurück auf das bahnbrechende Tabletop. Pen und Paper natürlich, beziehungsweise Dungeons and Dragons natürlich. Das ist auch Dungeons and Dragons, oder? Rollenspiel Dungeons and Ja. Dragons. Es hat den Grundstein gelegt für das, was wir heute als RPGs lieben. Egal, ob es um Erfahrungspunkte, ausgeklügelte Karten oder Miniaturschlachten geht. Aber trotz der gemeinsamen Herkunft haben sich westliche RPGs und japanische RPGs in ganz unterschiedlichen Richtungen entwickelt. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf diese faszinierenden Unterschiede und was sie über die Horror Kultur Games. und Designphilosophien der Horror Games. Bald, Finch, bald. Entwickler aussagen. Was hat die Wizardry-Reihe in Japan ausgelöst? Warum sind Spiele wie Diablo oder Mass Effect in den westlichen Märkten so erfolgreich? Und was macht ein JRPG zu einem echten JRPG? Egal, ob ihr ein langjähriger Fan von RPGs seid oder einfach nur neugierig darauf, mehr über diese beiden aufregenden Welten zu erfahren, bleibt dran. Wir werden tief in die Geschichte, die Mechaniken und die stilistischen Unterschiede eintauchen, die diese Genres so einzigartig machen. Und vielleicht entdeckt ihr sogar euer nächstes Lieblingsspiel. Also, schnallt euch an und lasst uns diese epische Reise durch die Welt der RPGs beginnen. Das Genre der Rollenspiele, RPGs, im Medium der Videospiele verdankt seinen gesamten Erfolg dem bahnbrechenden Tabletop-Rollenspiel Dungeons and Dragons. Durch die Einbeziehung Sogar Final Fantasy hat sich darauf bezogen, ganz am Anfang. JRPGs sind auch bekannteren, denke ich mal, wobei auch westliche Spiele. Primär JRPG, WestRPG auch, wenn sie gut sind. Ja. Genau das sehe ich auch so. Fortschrittliche Spielsysteme mit Erfahrungspunkten, Miniaturen und Karten gab Dungeons and Dragons Ich den. finde halt, ich weiß nicht, ob er das jetzt noch aufgreift im Video, aber jetzt nochmal für mich persönlich gesprochen. JRPGs sind für mich halt die besseren RPGs, weil ich finde, die Story hat eine bessere Erzählmentalität. Es geht immer, also ich sag mal, meistens stark um die Charaktere und deren Facetten, deren Entwicklung, Beziehungen auch. Es geht auch öfters um sowas wie Liebe, romantisch. Das ist alles, was mehr Gefühle einfach hervorruft. Und das macht es für mich interessanter. Während westliche Rollenspiele da eher so, ja, systematischer so ein bisschen sind, so ein bisschen. Ich will es jetzt nicht so abwertend sagen, aber sie sind halt nicht. Sie haben halt genau das, was ich eben aufzählte, jetzt nicht so im Fokus. Sagen wir es mal so. Ja. Den Spielerinnen und Spielern die Mittel an die Hand, um bequem von zu Hause aus spannende und abenteuerliche Geschichten zu erschaffen. Sowohl westliche Rollenspiele als auch JRPGs verfügen über dieselben Kernmechanismen, die das Genre seit Jahrzehnten prägen und den Spielern tiefgreifende und erfüllende Möglichkeiten bieten, sich auf fantastische Reisen und Abenteuer einzulassen. Aber schon seit den Anfängen der Videospiel-Rollenspiele gab es klare und deutliche Unterschiede zwischen den beiden Arten von Spielen.
Zu den frühesten Versuchen, das Spielerlebnis im Stil von Dungeons & Dragons für die westliche Videounterhaltung nachzubilden, gehören Titel wie Dungeon, Padded 5, Moria und Rogue. Diese Spiele bildeten die Grundlage für alle späteren RPGs. Mit den Spielen bin ich auch gar nicht groß geworden. Ne? Zu der Zeit hatte ich auch noch gar keinen PC. Und das ist halt auch die Sache. Vielleicht ist deswegen mein Herz eher für die JRPGs, weil ich halt mit Konsolen groß geworden bin. Und auf den Konsolen, logischerweise japanische Konsolen, gab es natürlich auch vermehrt diese JRPGs. Während die West-RPGs eher auf dem PC beheimatet waren. Und das habe ich erst Jahre später für mich entdeckt. Oh, ich denke, dass das halt auch mitspielt. Ist halt auch eine sehr subjektive Angelegenheit. Der durchschlagende Erfolg und die Beliebtheit dieser brandneuen Videorollenspiele inspirierte schließlich japanische Entwickler dazu, ihre eigenen Rollenspiele sowohl für den PC als auch für Heimkonsolen zu entwickeln. Trotz der gleichen Spielmechanik haben sich im Laufe der Jahre Unterschiede im Stil, in der Thematik, in der Ästhetik und in der Einbindung verschiedener Spielstile herausgebildet, die dazu beigetragen haben, die Hauptunterschiede zwischen westlichen RPGs und JRPGs zu definieren. Die ersten westlichen Rollenspiele lassen sich auf Titel wie Dungeon und Moria zurückführen, da diese Spiele versuchten, die Dungeons & Dragons Erfahrung so originalgetreu wie möglich nachzubilden, konzentrierte sich das Gameplay auf die Erstellung einer Gruppe spielbarer Charaktere. Genau wie bei Dungeons & Dragons wurden Charakterklassen ausgewählt, Werte gewürfelt und Abenteuer in Ego-Dungeons bestritten. Spätere Serien wie Wizardry, Ultima und The Bard's Tale bauten dieses Spielsystem. Habe ich auch nie gespielt. The Bard's Tale habe ich, glaube ich, ein Remake oder ein Remastered. Auf jeden Fall eine Neuauflage habe ich davon gespielt. Das war dann schon interessanter. System weiter aus. Es ist halt auch wegen der Optik, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist egal, ob jetzt altes oder neues Spiel. Ich finde halt die JRPGs meistens viel hübscher. Auch so von den Charakteren, so wie es, ne, auch meistens mit dem Anime-Look und so. Das ist für mich halt auch viel ansprechender, wie das, was du damals zumindest bekommen hast. Also jetzt so ein Baldur's Gate 2 ist echt nicht hübsch, ne? Aber damals gab es schon sehr hübsche JRPGs zu dem Zeitraum. Mittlerweile hat sich das natürlich auch gewandelt. Ne? Jetzt haben wir zum Beispiel ein wunderschönes Baldur's Gate 3. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jedes West-RPG hässlich ist. Baldur's Gate 3 macht es ja vor. Dann Dragon Age sieht ja auch toll aus. Ne? Oder ein Witcher 3. Logisch, ne? Aber ich fand gerade so in der Anfangszeit, da waren halt die JRPGs viel hübscher anzusehen. Indem sie größere und detailliertere Spielwelten und eine tiefere Individualisierung der Charaktere einführten. Als die Rollenspiele begannen, sich von den Fantasy-Tropen zu lösen, die sie einst definiert hatten, bewies das Genre, dass es in der Lage war, dieselbe hochwertige Erfahrung des Eintauchens in die Welt zu bieten, auch wenn die Abenteuer in völlig anderen Umgebungen stattfanden. Fallout, Diablo und Shadowrun sind Paradebeispiele dafür, wie westliche Rollenspiele den Nervenkitzel von Rollenspielmechaniken in nicht-fantastische Umgebungen übertragen konnten. Ja. Spiele wie XCOM und Deus Ex bewiesen, dass sich traditionelle Rollenspielelemente problemlos in andere Genres integrieren lassen und den Spielern völlig neue Spielerlebnisse bieten. Mhm. Trotz der großen Fortschritte, die das Genre seit seiner Entstehung gemacht hat, lassen sich die Wurzeln des westlichen Rollenspiels immer noch bis zu den ersten Ego-Rollenspielen von einst zurückverfolgen. Als die Wizardry-Reihe nach Japan kam, löste sie eine Revolution aus. Japanische Spieler liebten Wizardry und damit auch das RPG-Genre. Natürlich ergriffen japanische Spieleentwickler die Chance, ihre eigenen RPGs zu entwickeln. Wobei Panorama To von Nihon Falcom das erste Beispiel für ein in Japan entwickeltes RPG ist. Okay. In Panorama To ging es darum, eine Insel aus den Klauen böser Monster zu befreien. Nihon Falcom wollte sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen und entwickelte Dragon Slayer. Das früheste Beispiel für ein Action-RPG. Ah, das habe ich. Den Titel, das sagt mir was. Zumindest der Titel. Bartels im Game Pass. Stimmt, die Neuauflage sollte es auch im Game Pass geben. Slayer war so erfolgreich, dass es Fortsetzungen und Spin-off-Titel hervorbrachte, die noch heute entwickelt werden. Sorcerian, Xanadu und Ys sind nur eine Handvoll der Nachfolger von Dragon Slayer, die alle ein neues Gameplay in das ursprüngliche Design integrierten. Aber es war 1985, als Enix Dragon Quest für das Famicom veröffentlichte, das die wahre Definition des JRPGs schuf. Durch die Verbindung von Anime-Ästhetik mit dem Gameplay und der Präsentation des legendären Akira Toriyama hob Dragon Quest das traditionelle RPG-Gameplay
direkt in die Stratosphäre und wurde zum Maßstab für alle zukünftigen in Japan entwickelten RPGs. Und das stimmt. Wir denken ja immer meistens gleich an Final Fantasy. Aber in Japan war Dragon Quest definitiv die absolut größere Hausnummer. War auch zuerst da. Während westliche Rollenspiele ebenfalls rundenbasierte Kämpfe, die Erkundung von Welten und Städten sowie Fantasy-Themen enthielten, waren es die Anime-ähnliche Grafik, die großartige Musik und die Verfeinerung der RPG-Tropen, die Dragon Quest zur Definition der Konsolen-JRPGs verhalfen. Die Final Fantasy-Reihe von Square, die Digital Devil Saga, Megami Tensei-Spiele und die Fire Emblem-Reihe von Nintendo trugen alle zu der von Dragon Quest geschaffenen Formel bei und bewiesen, dass JRPGs ein ganz eigener Stil sind. In ihrem Kern sind sich westliche Rollenspiele und JRPGs sehr ähnlich. Beide enthalten das traditionelle Dungeons & Dragons Spielsystem mit Erfahrungspunkten, Stufenaufstieg, Waffen- und Rüstungsausrüstung und verschiedenen Erkundungsmodi. Beide Arten von Rollenspielen geben den Spielern die Möglichkeit, in die Welten ihrer jeweiligen Spiele einzutauchen, sei es durch eine tiefgründige Charaktererstellung, eine tiefgründige und komplizierte geschriebene Geschichte oder durch reines Gameplay. Im Laufe der Jahre hat sich der RPG-Stil weiterentwickelt und es haben sich bestimmte Elemente herauskristallisiert, die jeden Stil am besten charakterisieren. Westliche RPGs wie The Legend of Grimrock, The Elder Scrolls und Baldur's Gate orientieren sich eher an den klassischen RPGs der 80er und frühen 90er Jahre. Boah, Legend of Grimrock, das war auch toll. Das habe ich sehr, sehr lange gesuchtet. Das war wirklich eher so ein klassisches, aber im neuen Gewand, sehr hübsch. Das war auch, glaube ich, so ein Kickstarter-Game. Gibt es auch einen zweiten Teil mittlerweile davon. Habe ich super gerne gespielt. Dragon Quest einen größeren Stellenwert. In Japan, ja, definitiv. Böse Zungen würden ja nun sagen, ist ja auch kein Wunder, bei dem sie das FF immer so leisten. Wohl wahr, ja. Westliche RPGs neigen auch dazu, verschiedene Arten von Gameplay in den traditionellen RPG-Mix einzubauen, wie zum Beispiel die Erkundung in der dritten Person in Star Wars Knights of the Old Republic, die Schießerei in den dritten Personen in Mass Effect und die Mischung aus Action und Horror in der First-Person-Variante in Vampire the Masquerade Bloodlines. JRPGs hingegen orientieren sich eher an den ursprünglichen Fantasy-Anime-Ästhetik, die sie ursprünglich geprägt hat. Serien wie Dragon Quest, Ys und Final Fantasy sind im Laufe der Jahre weitgehend unverändert geblieben. Selbst wenn Serien wie Shin Megami Tensei... Ja gut, Final Fantasy hat schon gewisse Sprünge gemacht in Richtungen, die man vielleicht nicht unbedingt brauchte, wollte etc. Aber ich weiß schon, was er meint. Es hat trotzdem noch so... die alte Tugend, nenne ich es mal. Persona, Earthbound und Shadow Hearts ihr Setting recht drastisch von den High-Fantasy-Tropen abweichend gestalten, spiegeln ihre Kernstile immer noch eine Betonung des Anime-Stils in Bezug auf Charaktere, Gegnerdesign und Musik wider. JRPGs haben sich am engsten an das traditionelle rundenbasierte Gameplay von Dragon Quest gehalten. Andere Serien haben die klassische Wizardry-Formel nachgeahmt, wobei Demon Gaze und Operation Abyss Paradebeispiele sind, aber auch sie sind in ihrem Stil und ihrer Ästhetik eindeutig JRPGs. Während westliche Rollenspiele dazu neigen, sich mit gedämpfteren Farbpaletten und zeitgetreuen Inhalten ein wenig mehr in der Realität zu verankern, ja, sind JRPGs in ihrer Darstellung knallbunt und überstilisiert. Stimmt, so, ne? Das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Westliche Rollenspiele sind deutlich realitätsnah. Das kann man wohl so festhalten. Sowohl westliche RPGs als auch JRPGs haben Titel veröffentlicht, die die verschiedenen Subgenres von RPGs abdecken. Rasterbasierte Strategie, Dungeon Crawler in der Ego-Perspektive, isometrische Action-RPGs und rundenbasierte Kämpfe. Beide RPG-Stilrichtungen haben den Spielern eine Fülle unterschiedlicher Spiele beschert, die auf bestimmte Stile und Vorlieben zugeschnitten sind. Man kann mit Sicherheit sagen, dass westliche... Was ist denn das für ein Spiel, was er da die ganze Zeit zeigt? RPGs eher den klassischen Dungeon Crawler im Stil von Wizardry, den Ego-Adventures im Stil von Elder Scrolls und der Action im Stil von Dragon Age ähneln, während JRPGs am ehesten dem rundenbasierten Kampf im Stil von Dragon Quest, den Anime im Stil von Persona und neuerdings dem Belohnungssystem im Stil von Gacha ähneln. Keiner der beiden Rollenspielstile ist von Natur aus besser als der andere. Und beide haben dazu beigetragen, das Rollenspielgenre als Ganzes Tales of Xillia. In größere und bessere Bereiche vorzustoßen. Von Might and Magic bis The Black Onyx, von Lords of Magic bis Brandish haben sich sowohl westliche Rollenspiele als auch JRPGs gegenseitig ergänzt und zu ihrem Wachstum beigetragen. Bis gleich, Oberdino. Ja, kann ich gerne machen, Max. Es gibt eine Falls nicht, erinnere mich nochmal dran, weil ich stream ja noch ein Weilchen. Besondere Atmosphäre, die jeden Stil durchdringt, Erinnerungen und eine Aura ausstrahlt,
wie nur sie besitzen können. Aber du siehst ja da unten den Titel, oder? Habe ich den eingeblendet, den Titel? Könnt ihr den lesen? Wenn ihr den eingebt, dann findet ihr das Video auch super schnell selbst. Für die einen sind es die Erinnerungen an den Partnertausch von Pool of Radiance zu Curse of the Azure Bonds. Für die anderen sind es die Erinnerungen an die Zeitreise in Chrono Trigger, wenn sie eine Kassette in ihr SNES einlegen. Der Zweck von Videospielen ist es, dem Menschen Glück, Freude und Unterhaltung zu bringen. Wenn ein Spiel unabhängig von seinem Stil oder seiner Herkunft dieses Ziel erreicht, dann ist es die Zeit wert, die man mit ihm verbringt. Egal, ob jemand die akribische Erkundung von Draken der farbenfrohen Welt von Secret of Mana oder die stilisierte Welt von Dot Hack, der düstere mittelalterliche Welt von The Witcher vorzieht. Der Spaß am Spiel ist das Wichtigste. Und damit wären wir auch am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Like dalassen würdet und den Kanal abonnieren würdet. Darüber hinaus würde ich gerne eure Meinung zu diesem Video wissen und zu der Thematik RPG und JRPG. Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin. Wie fandet ihr das Video? Ich frage das deswegen, weil das ist eigentlich, so wie wir das jetzt gesehen haben, so von der Präsentation her, von Erzählen her, das ist so die Art von Video, die ich mir vorstelle, in Zukunft auch zu machen. Das mit den Let's Plays hört ja auf und für den Kanal würde ich gern solche Videos machen. Einfach so ein Thema in 10 Minuten aufarbeiten und euch transportieren und schön zusammenfassend. Wobei ich hier Verbesserungsvorschläge hätte tatsächlich, beziehungsweise ich würde es ein bisschen anders machen. Er hat oft das über Spiele erzählt, aber dann immer noch, keine Ahnung, Tales of Xillia gezeigt oder jetzt am Schluss FF7. Das waren mir ein bisschen zu wenig Cuts. Also ich, wenn ich dann über ein Spiel rede, dann würde ich es halt auch gerne sehen, beziehungsweise wenn ich so ein Video mache, dann würde ich das auch cutten und dann passendes Videomaterial einspielen. Ist natürlich mehr Arbeit, aber das haben halt solche Videos nun mal an sich. Das Video ist deswegen nicht schlecht, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber ich finde, genau so eine Art von Video würde ich halt auch gern in Zukunft machen. Und ich habe auch schon ein paar Themen. Die werden natürlich unregelmäßig kommen, weil sie mehr Arbeit sind, mehr Aufwand. Ich habe da schon ein paar Themen gesammelt, über was ich reden will. Und ja, ich freue mich schon drauf, wenn ich dieses Kapitel aufschlagen werde, auch wenn es noch ein bisschen dauert. Aber habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja. So. Klar, Adventures, Action-Adventures. Alles sehr damit, ne? Okay, wollen wir noch was Kleines gucken oder geh mal zum Zocken über? Ich würde sagen, das reicht für heute. Wir hören ein bisschen früher auf mit dem Reacten, machen jetzt die Pause.